Letztes Spiel lief nicht so gut. Warum ist er nicht mit 0 aufgegangen? Hm. Richtig witzig, Marvin. Lachen jetzt ganz viele Leute drüber. Mann, kannst du mal einmal die Tür in den Arsch machen? Nein. Bayern 3-0. Bayern. Hallo. Rede von dir 5 Euro, ne? Hast du schon gekriegt von mir? Nein. Doch. Jetzt Wochen Schieß! nämlich. Nicht schmatzen, Max. Hat nicht mal geschmatzt, war auch egal. Idiot, ey. Boah. Braucht kein Mensch. Leicester City könnte heute wieder erfolgreich sein, nach dem letzten Heimsieg, als Everton der Gegner war. Dieses 5:0 wird der Mannschaft natürlich Selbstvertrauen gegeben haben. Und ja, daran knüpfst du dann normalerweise Ball auch aus an. Der Ball. Ich setze erneut auf den Sieg, vielleicht nicht ganz so hoch. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Sie spielen es heute im 4-5. Nur wenn die scheiß Anzeige da unten ist, das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Weg damit. Und hier die Aufstellung von West Ham United. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Türe. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schöne Flanke. Da kam der Ball rein, aber gut gelöst von der Defensive. Dafür spiele ich mich nicht. Gute Aktion! Paillet. Nö, von den Punkten war er noch besser, aber nicht mehr spiele ich nicht. Mehr. Flanke kommt, wird das eine Chance? Am Arsch verletzt! Und die Flanke hat er! Schießt er ihn rein! Den hält er super! Zieh mal besser als erwarten, ey. Boah. Und er bringt den Ball rein. Tja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Fairer Einsatz hier. Mondi. Marcel Sabitzer. Das könnte gefährlich werden. Ganz enges Rennen an der Tabellenspitze, Buschi. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Spielen entwickelt. Also ganz ehrlich, hoffentlich bleibt es so spannend. Andy Carroll, jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Tolle Flanke von rechts, das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Hier kommt also nochmal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen einfach die Abläufe, wie man hier nochmal deutlich erkennen kann. Jetzt Paillet. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, der Ball war wirklich unnötig. Mares. Scheiße, ey. Voll gefreut, hast mich gekriegt und jetzt. Ganz einfach an den Ball gekommen. Also hast ihre Fans werden sich selten über den bisherigen Saisonverlauf ganz sicher nicht beschweren, oder Buschi?
Nee, Wolf, mit Sicherheit nicht. Sie spielen oben mit in der Tabelle und treten auch entsprechend auf. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Nein, Barriere nicht! Oh, der Teppi hatte passt ja, nicht, aber nur gepasst. Jetzt können sie gleich den Ball gepasst. Einwerfen. Ja, Mann, ey. Manchmal schon ja auch ein bisschen. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Ja, liegt immer in der Störung, weißt du doch. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Und jetzt gibt es Einwurf. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Tolle Flanke. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Und jetzt der Schuss. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Dimitri Payet. Da entscheidet. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Hand, die Hand. Nicht der. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Die Hand, Mann. Wird das seine Torchance? Der Ball kommt. Witzig. Gut gelöst vom Verteidiger. Der 2-0, lass du nicht mehr. Albrighton. Gute Aktion. Was? Ja, ich weiß. Gute Aktion. Winston Reed. Ich spiele mit dir nur einseitig, sag ich dir. Ja? Mondi. Ja, oh, bis jetzt wieder durchgekommen. Krass. Reicht auch. Jetzt Payet. Das könnte die Chance werden. Der Dunkel, der laufen sich ja nichts aus, ne? Kann natürlich sein, ne? Abgefangen, gut gemacht. Jetzt nicht abstrahlen. Mahrez. Ja, Mahrez geht. Sehr guter Einsatz. Ja. Gut gespielt. Ball geht so nach außen. Slimani. Da holt er den Ball zurück. Oh, das war jetzt ziemlich gut von mir. Slimani. Und er schießt. Da ist das Tor. Und sie haben den Ausgleich. So, der Treffer. Ja, noch mal jetzt in der Wiederholung. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch Mann, unterstützt. Ja, das schaffen wieder drei Leute. Ich konnte nur zwei decken. Ey. Doch, kacke. Ey. Zwei. 1-1, wieder ja, unentschieden. Genau, der Spielverlauf ist völlig offen. Ja. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Kommst du nicht durch? Nee, Marvin. Jetzt kommt der Schuss. Und diese den hält er fest. Adrian hat gehalten. Adrian. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Pass gesehen, Marvin. 1 cm weiter. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Kompetent an der Leute, ne? Boah. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter nee, mit dem Ball. Ich auch nicht. Das jetzt wird's gefährlich. Jetzt hört er einfach die Überflieger. Und er bringt den Ball rein. Oh. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Da zieht er ab. Da ist der Torwart da. Ja. Gut gemacht. Es gibt Ecke. Egal, okay, ich hab grad ein Eckentor gemacht, deswegen. Ich hab ein Bananentor gemacht, ja, würde ich noch kurz sagen, ne? So, da wird die Nachspielzeit ja, angezeigt, 3 Minuten. Bei dir bitte, was ist passiert, ob was zu tun. Nichts nämlich. Nichts, da tritt er ihn fair vom Ball. Das ist nicht mehr Tor gewesen. Das hat theoretisch in 3 Sekunden gekriegt. Ne? Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, tut mir leid, sorry. Da steht er gut, und er kann dazwischen gehen. Doch nicht, ich weiß nicht. Boah, danke, Kalt. Mann, wieder 1-1, ey. Ich bin zufrieden mit der. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Gewinnen, was ist das? Ja. Gewinnen? Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Hallo? Den Ball hatte ich doch, Mann. Meckern, jetzt könnte es gefährlich werden. Siehst du? Abwehr hat aufgepasst.
Wird das was? Slimani. Der Ball ist drin. Sie gehen in Führung. Ja. Bei mir wäre das gewesen. Buschi, eine Frage auf diese Zeitlupe. Absicht oder Glück? Von beiden etwas vor. Auf jeden Fall kommt der Ball am Ende so präzise, dass es da nichts zu halten gibt. Okay, jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Wird das seine Torchance? Macht er ihn? Den hält er super. Müsste Ecke geben und die gibt es auch. Kouyaté. Super rausgeholt, den Kopfball. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Er schießt. Wahnsinn, er hält ihn. Das wird einen Eckball geben. Schussversuch. Ah, oh, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Aber er macht ihn dicht und sie liegen weiter mit einem Treffer hinten. Albrighton. Da trennt er ihn fair vom Ball. Deswegen. Und für die Gastgeber geht es also in der Premier League. Macht er ihn. Da verpassen sie den Ausgleich nur ganz knapp. Gute Möglichkeit. Kommt jetzt die Flanke? Der Ball kommt gefährlich rein, aber kein Mitspieler als Abnehmer da. Mahrez. Jetzt müssen sie aufpassen. Defensiv machen sie es gut. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Sehr guter Einsatz. Souverän, er hat den Ball. Nee. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Wird's jetzt gefährlich? Gefährliche Flanke. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Jetzt gibt's Einwurf. Jetzt sehen wir den nächsten Gegner von West Ham United hier eingeblendet. Es geht gegen Manchester United im nächsten Spiel in der Premier League. Und da Nein. werden sie über sich hinauswachsen. Sonst wird's nichts mit einem Sieg. Dimitri Payet jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt gibt es Einwurf. Kouyaté. Da schickt er den Mitspieler. Schöne Flanke. Andy Carroll. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Albrighton. War nicht gut genug. Fuchs. Bayram. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Das könnte gefährlich werden. Amate. Fuchs. Er spielte zurück. Guter Doppelpass. Jetzt die Flanke. Gute Flanke. Auch stark vom Abwehrspieler. Jetzt. Marcel Sabitzer. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Am Arsch. Was? Sehr guter Freistoß. Ansatz. Boah, ich raste raus. Er hat den Ball. Stoß am Arsch, Stoß hier da. Ey, so lächerlich. Oh, ist natürlich das vorne, keine Ahnung. Wird das seine Torchance? Macht nichts. Flanke kommt, wird das eine Chance? Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Ich weiß nicht. Ha ha.
Schuss hier wohl eher die falsche Entscheidung, Buschi. Ja, zumindest völlig überhastet. Ich denke, das Zuspiel wäre besser gewesen und der Ball geht ja meilenweit vorbei. Gutes Tackling. Er scheint erstmal weitermachen zu können, Buschi. Ja, er wartet drauf, dass der Schiri ihn wieder auf den Platz lässt. Ja, nicht doof. Die Flagge kommt gut rein. Fritz! Boah, er kann auch Kopf und macht sich rein. Mann, ey. Schade, das war eine richtig gute Chance. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Er scheint mein trotz der Verletzung weiterspielen zu können und meldet sich zurück im Spiel. Ja, sie gehen hier das Risiko ein und lassen ihn weitermachen. Vorerst zumindest. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der Ball kommt. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Okazaki! Pfosten, das war ein ganz knappes Ding. Wäre auch rein, ja. Sasa. Da trennt er ihn fair vom Ball. Boah! Der Spieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Es wird nochmal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. Und die Fans hätten den Abpfiff lieber früher als später, aber noch sind wir nicht durch. Wird's jetzt gefährlich? Albrighton. Mondi. Gibt Freistoß. Jetzt kommt der Freistoß. Da hat die Mauer gut reagiert. Abgeblockt der Ball. Das war's. Knappes Ergebnis hier. Ganz enges Rennen an der Tafel. Wir haben 1-0 gewonnen. Ich nehme keine Niederlage bis. Das ist eine hohe Niederlage. So. Scheißegal. Verloren ist verloren. So dumm ist auch noch, ey. Boah. Ich kann alle nicht holen. Bam 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 b
Vielleicht oben haben wir einen tollen. Bist du total behindert oder was? Im Kopf? Hallo? Hallo. Ja, dann Marvin. Ja, Marvin, das, du liebst auch gleich mal Lebewohl, du. Das sag ich dir. Ahoi, Kameraden. Ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Mädel. Leb wohl, ja, wenn die Schiff grad gebiert an Bord, also ja, die Batonen duftet, ja, so still. Ich hab die ganze Welt gesehen. Von Singapur bis Berlin. Wenn du mich fragst, wo es schön war, dann sag ich, dann die Bar. Du bist richtig behindert, ne? Du bist richtig behindert im Kopf. Richtig. Nicht so ein bisschen richtig behindert. Ja? Du bist verfehlt, egal wen du reintust. Ich weiß auch nicht, warum der drin ist, aber gut. Hm. Keine Ahnung, die ich da hin tun könnte. Und doch den. Das ist immerhin besser. Ja? Ahoi, dann. Da ist die Schule, Leute, glaubt es mir. Da ist die Schule. Was singst du da für eine Scheiße, ey? Ja. Kannst du dich anhören, ey? Ja, klar. Nee. Schulblues. Was? Schulblues. Oder? Für immer jung, ein Leben lang, für immer jung. Kennst du das? Nein. So eine Scheiße höre ich nicht. Ich hab kein Bane vor der Tür, kein Cent für ein Bier, komm ich böse. Irgendwann wird es anders, wenn ich Nick betoniert. Nee, Casper möchten wir jetzt auch nicht hören. Ernsthaft? Das ist Casper? Ja, das ist Casper, Marvin. Das ist cool. Noch schlimmer. Hi, ich bin Carlo. Bist du mir Hallo? Gib mir ein Hallo! Hallo! Ja, ihr genau so weit. Schön, bin nochmal eine Runde. Hey, gib mir Carlo, lass den Arm hoch, gib mir ein Carlo. Spätestens jetzt schalten alle Zuschauer ab, seid ihr. Wir machen 40.000 Likes. Autogramm. Bist du richtig behindert, ne? Nicht so ein bisschen? Solltest dich mal fragen, nicht mich. Komm, mach mal irgendwas hin, du hast keinen Spieler, also du kannst doch eh nicht so spielen. Jetzt muss ich nur Abwehr gucken, ob ich alles gut habe, ja? Weil ich darf ja nicht. Du hast du Schuss nicht rein, nicht? Ba! Das ist nämlich schon, tut mir echt leid, ey. Ja, genau, so hören die sich nämlich nicht an. Neuen Motor von? Nein. Doch, ja, also. Hast du jemand geraucht oder so? Hör auf damit, Marvin. Wirklich, hör auf damit. Was du geraucht hast. Hör auf damit, bitte. Ja? Komm, mach mal hin, ey. Nein! Jetzt zieh ich dich ab. Vielleicht. Oder mach wir einen dämlichen Fehler und dann gewinnst du wieder 1-0 oder so eine Scheiße, ey. Wenn 15-0. Boah, ich raste aus.
Ich bin immer Erster dabei. Bei dir bin ich immer Erster. Ich bin immer vor dir. Aber du machst ja nicht. Du kriegst meine nicht, du kriegst meine nicht. Du kriegst ihn auch nicht. Mach viel schlechter. Wow. Ich hab Punkte. Ich auch Punkte gekriegt. Sogar mehr als du gekriegt. Warum eigentlich? Hier mal, wir brauchen nichts, ne? Ey, komm, ich. Ne. Leicester City ist derzeit klasse drauf. Zumindest war das der Fall beim Heimsieg, als West Ham United der Gegner war. Eigentlich hätten sie auch klarer als 2-1 gewinnen können. Ich denke, sie werden daran anknüpfen und auch heute den Sieg einfahren. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Wow, das war eine krasse Frage. Da haben wir die Einblendung. So will Leicester City heute also loslegen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und per Kopf weitergespielt. Jetzt wird's gefährlich. Schöne Flanke. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Das gibt jetzt Abstoß. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Musa. Ball draußen, wird Einwurf geben. Nun Arjen Robben. Abgefangen, gut gemacht. Gut geklärt, aber Einwurf. Adama. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Und den spielt er gleich wieder zurück. Einwurf jetzt. Adama. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Musa. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den Zweikampf führt er sehr gut. Der Ball ist weg, geht über die Linie. Boah. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Jetzt gibt's Einwurf. Başak Şişoğlu. Das gibt Einwurf. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Nein! Robben zieht ab! Fällt das Tor doch noch. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Das könnte gefährlich werden. Die Chance. Drinkwater. Warte mal kurz. Ach, Nardo ist vorne. Tolle Aktion vom Torwart. Jetzt schießt er.